Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Schutzmaßnahmen ist unser Thema. Genauer gesagt, es geht um Personenschutz. Wir wollen also Personen vor den Gefahren des elektrischen Stromes schützen. Jetzt haben wir schon jede Menge kennengelernt. Das letzte Mal erst die Schutztrennung. Heute kommen wir auf ein Konzept zurück, was eigentlich nicht mehr erlaubt ist, aber was schon im Prinzip so ähnlich ist wie die sogenannte Nullung. Das ist dann das nächste Video. Aber schauen wir mal, heute sprechen wir über die Schutzerdung. Was ist die Schutzerdung? Wie funktioniert das? Hier wieder unser typischer Aufbau aufgezeichnet mit der Trafostation, mit den Zuleitungen zu unserem Haus. Jetzt haben wir ein Gerät gekauft, das hat irgendein Gehäuse. Okay. Haben ein Gehäuse, das ist angesteckt und zwar auf ein L. Da ist halt der Widerstand des Gerätes und auf ein N, also von der Steckdose haben wir das angesteckt. Ja. Und jetzt kommt so ein Körperschluss. Ja. Jetzt blitzt es da praktisch, jetzt ist ein Isolationsfehler, ein Körperschluss, jetzt berührt dieser Teil diesen Teil hier. Ja. Und jetzt haben wir hier wieder unsere Person, ja, die hier das Gerät berührt. Ja, das ist der Herr mit dem großen Kopf. Der berührt das Gerät. Jetzt wäre es gefährlich, nicht? Jetzt wäre es gefährlich, weil selbst wenn ich hier eine Sicherung habe, ja, also irgendeine Schutzmaßnahme, ich meine, muss den Betriebsstrom auch führen, ja, die hat einen gewissen Nennstrom und wenn der über uns drüber rennt, da sind wir sicher weg. Ja. Was macht man dann? Man macht eine sogenannte, im Haus macht man da ebenfalls, Bug verbindet man das mit Erde, man hat dann Übergangswiderstand zur Erde, ja, das ist der RS, ja, und hat dann praktisch hier einen eigenen Schutzleiter, ja, das ist der PE, Protective Earth, ja, und man verbindet diesen Schutzleiter mit dem Gehäuse. So wird das gemacht. Ja. Also dieser Schutzleiter, der PE, wird mit dem Gehäuse verbunden. Kommt es jetzt zu einem Isolationsfehler, selbst wenn ich das nicht berühre, ja, dann rinnt hier ein Strom, rinnt hier gegen die Erde, ja, und dieser Strom, der rinnt jetzt nicht über den Körper, ja, dieser Strom muss so groß sein, dass er hier die Schutzeinrichtung auslöst. Und dann ist Sense. Ja, dann ist die Schutzeinrichtung ausgelöst, Körperschluss, großer Strom, Schutzeinrichtung, Bug, ausgelöst. Ja. Was haben wir für ein Problem? Ich muss hier Berührspannungen, da habe ich die UB, da. Das muss kleiner sein wie 65 Volt in Österreich. So, jetzt rinnt da der Strom, ja, da oben, ja, der Fehlerstrom, ja, und der muss natürlich auf diesen Erdungswiderstand da weniger wie 65 Volt Spannungsabfall produzieren. Okay? Das heißt, mein Erdungswiderstand RS, hier, der RS, der muss auf alle Fälle kleiner sein wie die 65 Volt, die maximal zulässige Berührspannung, dividiert durch IA. Ja, sind wir wieder beim Ohmschen Gesetz. Ne? Wichtig, IA, der Auslöserstrom. Logisch. Ja. So, was ist jetzt der IA? Wie legt sich der fest? Nun, ich habe hier ein IN. Ja? Also hier oben habe ich einen Nennstrom dieser Schutzeinrichtung. Ja? Und man sagt jetzt bei Schmelzsicherungen. Okay? Schmelzsicherung. Welche Farbe nehme ich hier? Jetzt habe ich schon alle mögliche verschwendet. Blau habe ich schon. Ah, nehme ich braun. Schmelzsicherung.
verwende ich eine Schmelzsicherung, dann sage ich, das IA ist 5-mal IN, ja, der Nennstrom der Sicherung. Fünffacher Nennstrom, dann, damit kann ich den Erdungswiderstand hier festlegen praktisch. Ja. Bei Leitungsschutzschaltern ja, und zwar beim BE-Automaten ist praktisch das gleiche. Ja, gleich 5 mal IN, den Nennstrom. Bei einem C-Automaten ja, haben wir 10-fach, ja, weil der schaltet später aus. Wenn das größer wird, muss das ES kleiner werden. Und da haben wir schon das Problem, das RS darf so gering wie möglich, okay? Ist so gering wie möglich, und da ist das Problem, wenn man das zu Hause macht praktisch, so diese Erdanschlüsse und so weiter, man muss sich selbst darum kümmern. Und bei mangelhafter Erdung wird das RS immer erhöht und auf einmal ist es möglich, dass ich da Berührspannungen größer 65 Volt zusammenbekomme und dann wird es wieder gefährlich. Okay? Also zu hohe Erdungswiderstände sind zu vermeiden. Aus der angesprochenen Thematik, dass das eben dann alles in den Anlagen draußen ist, der ganze Schutz, ist das eigentlich für Neuanlagen nicht mehr zulässig. Okay? Für Neuanlagen ist dieses, immer das Schutzkonzept ist ganz nett, ja? Aber für Neuanlagen ist es nicht mehr zulässig. Für Neuanlagen verwendet man die sogenannte Nullung. Wie das funktioniert, werden wir uns im nächsten Video ansehen. Ja? Nächstes Video, die übliche Schutzeinrichtung heutzutage in Elektroinstallationen, die Nullung. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.